Ja, hallo, guten Morgen, ich bin's, der Peter, wieder beim Walken, wie jeden Tag jetzt. Und auch für diese kleine Session habe ich mir überlegt, was ich mit euch besprechen, diskutieren möchte und welche Gedanken ich euch mitgeben möchte. Heute ist ein bisschen bewölkt, wie ihr seht, aber es ist trotzdem schön und man muss mit dem klarkommen, was da ist. Und worüber haben wir die letzten Male gesprochen? Ich habe euch einen einfachen Gedanken oder meine Gedankengänge, meine subjektiven Gedanken, wie ich mit dem Restart in Zukunft umgehen werde und wie ich auch schon seit 25 Jahren mit Marketing umgehe. Das Allerwichtigste ist, die Welt verändert sich. Ja, das ist also das ist eigentlich der Normalfall. Und die Welt verändert sich durch Ereignisse. Und diese Ereignisse können sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Die Ereignisse können Megatrends sein, die sich lange, lange Zeit schon im Vorfeld ankündigen. Deswegen spricht man ja von Tsunamis in Zeitlupe. Es können aber auch so Sachen sein wie, ja, was uns momentan alle trifft, die Digitalisierung, die zunehmende Vernetzung, Pandemien und diese ganze Corona-Krise. Das ist etwas, all diese Dinge können wir nicht planen, ja. Aber wir müssen vorbereitet drauf sein. Wir müssen sie auf dem Radar haben, weit, weit im Vorfeld, um uns darauf einzustellen. Okay, also eine Veränderung ist nichts Besonderes. Ereignisse sind also auch nichts Besonderes. Ich muss einfach lernen, damit umgehen zu können und zu schauen, wie ich da auch bestimmte Chancen ergreife. Der Gedankengang war dann wie folgt: Unterschiedliche Ereignisse, die wir nicht beeinflussen können, verändern bei uns Menschen, und das weiß ich als Psychologe, verändern das Erleben und Verhalten von uns Menschen. Wir werden sicher nach dieser Corona-Krise in den Post-Corona-Zeiten unser Verhalten komplett verändert haben und werden auch anders agieren, andere Werte haben, andere Werte entwickeln. Wir werden aber auch anders konsumieren. Also, der Gedanke war, Ereignisse verändern das Erleben und Verhalten. Und jetzt ist die Frage, ihr müsst als Unternehmen oder als Anbieter euch überlegen, wie sich das Verhalten von euren Kunden verändert. Ja, wie konsumieren die in Zukunft? Was wollen die? Welche Probleme haben die? Welche Lücken haben die? Welche Engpässe haben die? Und jetzt müsst ihr überprüfen, ob eure Lösungen, eure Angebote, eure Produkte, eure Dienstleistungen wirklich für die Kunden und Kundinnen in Zukunft noch eine Lösung sind. Das heißt, ich plädiere als Werbepsychologe, und das mache ich schon 20 Jahre lang, nur es hört halt keiner drauf, kümmert euch um unseren Kunden. Ja, der Kunde im Zentrum, Herzenssache Kunde, der Kunde ist ganz wichtig. Das sind natürlich alles Lippenbekenntnisse, wenn man dann sich wirklich in der Praxis umschaut. Und jetzt in dieser Krise sieht man ja, dass viele eben auch abgekoppelt sind von seinen Kunden oder von ihren Kunden. Okay, also ich muss jetzt rausfinden, was sind die Beweggründe, was sind die Lücken meiner Kunden, und überprüft es jetzt mit euren Dienstleistungsangeboten oder mit euren Produkten, ob diese Produkte wirklich für eure Zielgruppe noch eine Lösung sind. Das ist nicht selbstverständlich, und das ist das wahrscheinlich, was sich in der Post-Corona-Zeit jetzt auch ändern wird. Der Kunde wird sich verändert haben. Und es ist nicht einfach ein Restart, auf den Knopf drücken, System hochfahren. Das heißt, es wird nicht mehr das gleiche System sein. Ihr müsst das System, das Betriebssystem auch ein bisschen verändern. Im Zuge dessen, in dieser kleinen Geschichte, haben wir uns dann unterhalten: Naja, wie komme ich denn an diese Motivschieflagen, an diese Lücken, an diese Probleme der Kunden heran? Da habe ich euch ein paar einfache Methoden gezeigt, so wie es ich mache. Einmal mein Ad-Hoc-Workshop, also ich befrage meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was wollen denn unsere Kunden, was sind die Fragen unserer Kunden. Das war das eine, was ich euch gezeigt habe, ein Workshop, den ihr selber machen könnt, ganz easy. Der nächste Punkt war dann, dass ich euch natürlich empfohlen habe, ihr könnt, und das ist klar, dass ich das als Psychologe sage, ihr könnt natürlich auf die ganz klassischen Methoden gehen, Tiefeninterviews, qualitative Marktforschung, Fokusgruppen, all diese Dinge, die nach wie vor sehr, sehr, sehr gut sind. Okay, sie sind nicht repräsentativ, aber ich will keine Repräsentativität an diesem Punkt. Ich will in die Tiefe gehen, ich will eine Tiefenbohrung, ich will spüren, was denken, was fühlen, was wollen diese Kunden. Und zu guter Letzt habe ich euch gesagt, was ich seit Jahren einfach gut nutze, weil ich eben auch im Online-Marketing sehr stark unterwegs bin. Ich nutze diese ganzen Keyword-Analysen oder alle Methoden, um an Keywörter zu kommen. Ja, man kann jetzt dazu stehen, zu Keyword-Analysen, wie man will, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Tools, die mir helfen, die digitale Spur da draußen zu beobachten. Und ich habe euch noch viele, viele andere Methoden genannt, mit denen ich eben feststellen kann, was
die Menschen momentan bewegt, welche Fragen sie stellen. Und aus diesen Fragen, die ich sammle, leite ich dann eben ab und frage mich selber, habe ich auf diese Fragen noch Antworten? Habe ich Lösungen, die ich anbieten kann? Und wenn nein, muss ich sie basteln, weil sonst werde ich nichts verkaufen. Und der nächste Punkt ist dann, der zweite wichtige Punkt, warum man eben so Bedürfnisanalysen und die Analysen der Motivschieflagen machen sollte. Punkt 1, ihr wisst dann, welche Produkte ihr in Zukunft euren Kunden anbietet. Und Punkt 2, ihr habt Stoff, ihr habt Inhalt für eure werbliche Kommunikation und für eure Werbebotschaft. Okay, das war jetzt eine kurze Zusammenfassung. Was haben wir die letzten Tage alles gemacht und was haben wir besprochen? Okay, jetzt, was ich heute euch ans Herzen legen wollte, ist eigentlich ganz kurz, die Zusammenfassung. Ihr solltet ein sogenanntes Positioning Statement erarbeiten. Ein Positioning Statement ist nichts anderes als ein Arbeitspapier, das für alle Beteiligten, die im Marketing und die in der Kommunikation arbeiten, auf die zurückgreifen können, damit ihr mit all eurer Vermarktung, mit all eurer Kommunikation intern und extern on strategy seid. On strategy. Okay, dieses Positioning Statement sind einfach ein paar Sätze, also keine werblichen Formulierungen, sondern ein Arbeitspapier, das ihr euch selber schriftlich erstellen sollt. Der erste Punkt ist, erstens, also es ist wie so ein Lückentext, erstens, die Marke, das Produkt, also mein Produkt XY, ist für die Zielgruppe, Punkt 2, für die Zielgruppen. Hier beschreibe ich jetzt, wer sind denn meine Zielgruppen, wer sind denn meine Bedarfsgruppen. Und denkt dran, bei Zielgruppenbeschreibungen, ihr habt immer direkte Wettbewerber und ihr habt immer indirekte Wettbewerber. Ja. Direkte Wettbewerber, wenn ihr Hotel seid, ist ein anderes Hotel, indirekt ist dann zum Beispiel Airbnb etc. etc. Okay, der dritte Punkt nach den Zielgruppen ist, mit Blick auf die Wettbewerber, das ist der Punkt 3, und da müsst ihr eben, wie ich euch gesagt habe, eure Mitbewerber aufführen, direkt und indirekt. Und der nächste Punkt, den ihr machen müsst, ist unser Produkt für den Kunden, also unser Produkt, das, was wir anbieten wollen, für unseren Kunden nützlich, hilfreich. Und hier beschreibt ihr dann den Grundnutzen. Also was ist der Grundnutzen von eurem Produkt? Einfach gesprochen, eine Zahnpasta reinigt die Zähne, ein Getränk Wasser stillt den Durst. Und jetzt kommt's, jetzt wird es schwierig, bis jetzt ist es ja nur eine Aufzählung. Mit Blick auf die Wettbewerber, die ich oben genannt habe, ist aber unser Produkt, unsere Dienstleistung, und jetzt kommt's und das ist das aller Schwierigste, ist unser Produkt einzigartig. Ihr braucht jetzt hier einen USP oder die USP, Unique Selling Proposition. Das heißt, ihr müsst einen Grund angeben, warum. Warum sollen die Kunden euer Produkt kaufen? Und hier müsst ihr einfach, und das ist mühsam, das finde ich seit 20 Jahren in kaum irgendeinem Briefing von Auftraggebern, was ist der differenzierende Nutzen? Ja, warum sollen die Kunden bei uns kaufen? Überlegt euch das. Ja? Im Zusammenhang mit dem Spiel vorhin, was wir gemacht haben, was sind die Probleme der Kunden, wo sind die Lücken? Dann habt ihr ja eine Lösung. Und jetzt müsst ihr eben sagen, die Lösung, die wir jetzt herausgeschält haben, warum ist die einzigartig? Und hier gibt es zwei Dinge, die immer zu beachten sind, was ich als Psychologe sage. Das ist einmal immer der objektiv differenzierende Nutzen. Der objektiv differenzierende Nutzen. Ihr müsst irgendetwas haben, was die anderen Produkte oder Dienstleistungen, die ähnlich sind, nicht haben. Objektiv heißt, ihr habt wirklich irgendetwas, was objektiv den anderen fehlt. Das Problem an diesem objektiven differenzierenden Nutzen ist aber immer, dass euch das der Wettbewerber, sobald es fruchtet, relativ schnell nachmachen kann, kopieren kann, außer ihr seid über eine Lizenz geschützt. Aber ansonsten kann das relativ schnell kopieren. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass ihr immer einen sogenannten psychologisch differenzierenden Nutzen haben solltet. Also etwas, was der andere nicht hat, aus Sicht der Kunden. Und das sind, in der Psychologie erzähle ich es immer dann, in der Werbepsychologie, das sind sogenannte Trade-Produkte. Trade-Produkte, T-R-A-I-T. Trade-Produkte sind Persönlichkeitsmarkierer, ja, die also weit, weit über den Grundnutzen hinausgehen und mir
eben als Person, als bestimmte Zielgruppe, Gruppe, bestimmte Dinge eben ermöglichen oder an die Hand geben, die nur für mich als Zielgruppe relevant sind. Also das ist ein Trade-Produkt. Also überlegt in dem Punkt, was ist die Unique Selling Proposition? Warum ist unser Produkt besser als die der Wettbewerber? Und begründet es auch. Das ist dann der nächste Punkt, das ist der Reason to Believe. Ja, also ihr müsst das beweisen. Ich kann mich ja hinstellen, kann sagen, ich bin der tollste Werbepsychologe dieser Welt. Ja, das ist eine Behauptung. Und dann werden die Leute sagen, ja toll Fischer, was du da alles erzählst, aber jetzt beweis das mal. Okay, also ihr braucht dann einen sogenannten Reason to Believe. Ja, und das war schon. Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist das sogenannte Positioning Statement. Ich schreibe es euch nachher unter das Video nochmal rein, die einzelnen Punkte. Ihr könnt es auch gerne auf meinen YouTube-Channel gehen. Da habe ich ganz viele Ausführungen geschrieben, wie man das machen kann. Vertonte Präsentationen, kostenlos. Und schaut euch das mal an. Aber ohne dieses Positioning Statement braucht ihr später nicht auf das digitale Spielfeld ziehen und versuchen, dort zu punkten und Gewinne zu machen. Ihr braucht dieses Positioning Statement, weil das ist der Kern, das ist das Rezept, das ist die Mixtur, die ihr dann mischen müsst. Und dieses Positioning Statement, dieser Zettel, dieses Arbeitspapier, das gebt ihr dann jeden Abteilungen, jeden externen Mitarbeitern, die für euch die Werbebotschaft kommunizieren sollen. Weil da steht drinnen, wie es kommuniziert werden soll. Das heißt, die Leute, die Webseite betreuen, haben hier eine Richtschnur, die Leute, die den E-Shop betreuen, haben hier eine Richtschnur. Die Leute, die euer SEO machen, euer SEA machen, haben hier eine Richtschnur. Alle ziehen an einem Strang und ihr habt dieses Positioning Statement. So, tschüss. Ich muss noch ein bisschen gehen. Wie gesagt, heute ist ein bisschen bewölkt, aber ist ja auch nicht schlecht. Mal keine Sonne und man muss nehmen, wie es kommt. Ihr wisst, es ist, wie es ist. Viel Glück und bis zum nächsten Walking-Tipp. Euer Peter.